Moment. So, wir machen jetzt einen kleinen Test, wie die GoPro im Dunkeln. Ah, dunkel. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 21:30 Uhr, 21:30 Uhr, ja, Sonne ist schon untergegangen. Und wir fahren jetzt eine Runde mit dem Roller schnell. Was zu essen holen noch. Und dann dachte ich, komm. Viele wollen vielleicht mal wissen, ich habe so eine Halterung einfach am Rucksack, wie die Qualität ist, wenn man da rumfährt mit dem Roller, ob es wackelt oder so. Aufwärmen fahren, wie stark es vom Wind ist, wie die Windgeräusche sind. Ja, mehr werde ich jetzt nicht reden. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, genießt die Fahrt. Dankeschön für euren Support immer. Es wird jetzt mehr bisschen GoPro-Videos geben, je nachdem, so wie ich Lust habe. Also, lasst euch gut gehen, lasst ein Like da, kostet euch nichts, lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Abfahrt, dankeschön. So. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Nicht zu schnell hier, gell? Hier ist 30. Schneller wie 30 sollten wir auch nicht fahren. Hier ist ein Spiel, wie ein kleines Kinder. Bisschen vorsichtig. Klar, sind jetzt im Bett, aber trotzdem, man weiß ja nie, gell? Man weiß ja nie. Auf jeden Fall die GoPro. Boah. Ich bin so, so happy, dass ich mir diese GoPro gekauft habe und nicht die 10er. Klar, die 9er, 10er, die alten sind auch stabil, aber die neue, die 11er mit dem 10-Bit-Sensor, die ist halt schon sexy. Ja, ich bin mal selber gespannt, wie das Video nachher aussieht und wie laut der Wind ist. Ich werde nichts retuschieren, keine Musik machen, nichts leiser. Wir labern währenddessen ein bisschen, dann hört ihr auch mal, wie es so von der Formqualität ist. Ich bin selber gespannt. Ich habe jetzt die ISO einfach auf Top 100 und maximal halt auf, ja, 3200. Kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen sozusagen rauscht. Aber lieber 3200 wie, ja, 800 und nahe sieht man fast nichts. Ich bin mal gespannt von der Quali, weil eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel normale Videos mache, dann mache ich immer 100er ISO, also maximal 100 auch. Weil ich will geile Qualität, weil ich verkaufe ja die Videos auch. Ich habe schon mehrere Videos auch verkauft im Stockbereich. Bin ja Adobe-Partner, Verkaufter. Ja. Ist auf jeden Fall geile Qualität, die GoPro. Auch Timelapse, Zeitraffer. So. Nur, ich habe keine Batterie drin. Die Batterie ist kaputt. Wir haben im Kickstarter gestartet, ohne Batterie. Funktioniert ja auch, aber dann leuchtet halt die Öllampe. Muss eine neue Batterie holen. Ja. Aber ansonsten echt happy, ey. Roller macht mega Laune. Ey. Ich weiß ja nicht, wo die leben, Alter, aber
Das war seit 5, 6, 7 Jahren der geilste Sommer, den ich hatte. Jeden Tag war Sonne. Über 3, 4, 5, 6 Wochen am Stück. Das hatte ich das letzte Mal, wo ich klein war. Als kleiner Scheißer. Jetzt hatten wir endlich mal einen fettgeilen Sommer. Jetzt ist eine Woche schlechtes Wetter und alle jammern rum, wie immer. Meine Fresse, ey. Jetzt ist schon fresh, ja? Jetzt kommt der Herbst. Sonne geht schon 21 Uhr unter. Aber du, es wird auch noch mal warm. Ich denke, es wird noch eine Woche oder zwei im August und safe noch eine Heißgurt. Und dann war es im Sommer. Dann ab in den Herbst. Langweilig, einfach so eine kleine Spritztour hier schnell zum Rewe, muss noch was zu essen holen. Rückfahrt können wir uns sparen, einfach nur eine Strecke hier kurz, um zu gucken, wie die Qualität ist, wie der Sound ist. Könnt ihr ja, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare ballern. Werde ich euch auf jeden Fall antworten und helfen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch einfach so. Parkplatz, der muss frei bleiben. So, Jungs, Mädels, oh, Dankeschön für euren Support. Könnt ihr gerne ein kostenloses Abo da lassen. Das war die Rollerfahrt hier mit meinem Pegasus. 7 Minuten. Boah, das war aber eine lange Fahrt. Ey. Also, ich danke schön für euren Support. Ich bin gespannt. Ich werde mir die Aufnahme nachher mal angucken. Bin gespannt, wie die Quali war. Also, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.